Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute endlich mit den Spaghetti-Eishörnchen aus dem Aldi im Test. Die gab es vor kurzem bei Aldi Süd, dann sind sie zu Aldi Nord gekommen und ich habe noch eine Packung heute erwischt. Dafür war ich in zwei Aldi-Supermärkten unterwegs und habe sie dann bei mir um die Ecke in einem Aldi Nord entdeckt. Die Spaghetti-Eishörnchen, 4 Stück. 1,99 Euro. Und an diesen Spaghetti-Eishörnchen scheiden sich die Geister. Die einen finden die mega geil, die anderen, nö, eher nicht so. Und beim Thema Spaghetti-Eis sind wir natürlich auch direkt bei der Frage, mit Sahne oder ohne. Und viele vermissen tatsächlich auch die Sahne in dem Spaghetti-Eis hier. Und ich bin ehrlicherweise ziemlich dankbar, wenn in meinem Spaghetti-Eis keine Sahne ist. Das fand ich immer als Kind total seltsam. Man hat sich dann so durchgeschaufelt durch das Eis. Da kam irgendwo die Sahne, die dann so teilweise gefroren war. Das fand ich noch ganz, ganz spannend. Aber ich mochte das nie so, weil ich durch diese gefrorene Sahne immer so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge hatte. Und deswegen, mein Spaghetti-Eis bestelle ich tatsächlich auch immer gerne ohne Sahne. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das Hörnchen denn in echt aussieht. Ich packe es mal raus. 4 Stück sind hier drin. Extra auch nochmal geschützt. Das finde ich sehr gut. Ich werde es jetzt mal auspacken und dann schauen wir uns das gleich mal direkt in der Großaufnahme an. So. Übrigens gibt es auch noch ein Dino-Eis und ein Einhorn-Eis. Aber Spaghetti-Eishörnchen, finde ich, ist so eine ziemlich geile Innovation, oder? Optisch schon mal hier ein Knüller. Jetzt gehen wir nochmal ganz nah ran. Spaghetti-Eishörnchen mit weißen Schokoladenstückchen und 13% Erdbeersoße. So sieht das Ganze aus. Richtig cool gemacht, finde ich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es schmeckt. Optisch echt ein Knüller. Und jetzt wird endlich mal probiert. Ja, ich habe gehört, man kann ein Eis auch lecken und muss nicht immer reinbeißen. Mit dem weißen Schokoladenstückchen, schon mal sehr gut gelungen. Erdbeersoße, das heißt, ich würde mir jetzt denken, dass die auch noch irgendwo in dem Eis drin sein muss, die gute Erdbeersoße, weil das, was hier oben drauf ist, könnte ich mir nicht vorstellen, dass es genau 13% ist. Aber den gehen wir gleich mal auf den Grund. Und ich bin gespannt, ob das Eis hier in dem Hörnchen nachher kein Spaghetti-Eis mehr ist, sondern einfach eher so ein bisschen fester. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass oben so ein Häubchen Spaghetti-Eis ist und dann unten drunter einfach nur noch klassisch, normal, festes Vanille-Eis. Und dann wäre es halt noch Vanilleeis mit Erdbeersoße. Aber hier werde ich mich mal ein bisschen durchkauen. Schon ist der Zauber vorbei. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie das bei der Hälfte aussieht. Und ja, das Eis wird in der Mitte fester. Also diese Spaghetti-Konsistenz setzt sich nicht mehr bis zum Ende durch. Aber es gibt noch Erdbeersoße und das finde ich ziemlich cool. Und davon auch reichlich. Dann ist die Waffel schön knusprig. Wir haben hier eine kakaohaltige Fettglasur am Rand. Und ich bin gespannt, ob es jetzt noch unten auf so ein Stückchen Schokolade gibt. In der Spitze mal schauen. Die Erdbeersoße ist wirklich schön fruchtig. Guck mal, gerade Erdbeerpüree 6,5%. Hier ist übrigens auch Kokosnussöl im Eis und kein Palmfett oder so. Finde ich auch sehr cool. Und unten drunter der berühmte Schokoladenkern, den wir von Cornetto und Co. kennen.
Ich finde, das ist eine runde Sache. Ist ein leckeres Eis. Coole Idee. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen mehr von diesen weißen Schokoladenstückchen gewünscht. Vielleicht noch im Eis verteilt. Aber so ist es ein leckeres Eis. Auf einer Skala von 1 bis 10. Finde ich vom Geschmack her wirklich 9 Punkte. Es ist, wie es ist. Hörnchen trifft auf Spaghetti-Eis. Ist gut gelungen. Deswegen 9 Punkte. Hier oben könnt ihr uns den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.